Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich nach langem mal wieder ein Fashion-Haul für euch. Ich freue mich riesig drauf, denn ich habe schon sehr frühlingshafte Teile, auch wenn es Wetter draußen überhaupt nicht frühlingshaft ist. Gerade jetzt stürmt es und regnet es draußen, ist einfach nur ekelhaft. Aber ich war ja einfach online unterwegs und ich hatte mega Lust, mir schon richtig schöne frühlingshafte Sachen zu kaufen. Auch weil wir in ein paar Wochen, also nächsten Monat, in die Sonne fahren, Olli und ich. Denn wenn dann das Wetter schön ist, bin ich schon mal ausgestattet. Und ihr vielleicht auch, falls ihr hier Inspo seht, ist es mal wieder alles in der Infobox verlinkt. Probiere alles mit euch an und es geht los. Ich fange mal an mit ASOS, denn da habe ich sehr, sehr viel bestellt. Und dieses mega süße Top in Rot mit Blumenmuster. Und es ist halt hinten durchsichtig und hinten auch offen. Also das bindet ihr dann. Und hat hier nochmal so süße Details am Kragen. Und ist ziemlich tief ausgeschnitten. Hat hier so einen ganz, ganz kleinen Volant. Also fast schon wie so ein Peplum-Oberteil. Und es sitzt sehr knackig, aber auch sehr gut. Und es sieht einfach so nach Urlaub aus, nach schönem Wetter. Kann ich mir toll zu Shorts, zu High-Waisted Jeans, zu Röcken, zu allem vorstellen. Und das nächste Teil ist ein Blumenkleid. Klar, Frühling ist die Zeit für Blümchen, wie jetzt beim Top davor auch. Und bei dem hier war ich sehr, sehr skeptisch, als es kam, weil mir war nicht bewusst, dass es so sackig ist, also so weit geschnitten, weil das Model hatte auch mehr, ja, die war immer so zur Seite gedreht und hatte irgendwie noch so einen halben Cardigan drüber, dass es mehr Form hat, so wollten sie es darstellen. Ich liebe aber den Stoff, weil der irgendwie gleichzeitig leicht ist und gleichzeitig fest. Aber er ist halt auch so schön luftig einfach und ich würde das halt mit einem Gürtel kombinieren. Mit einem Gürtel hat man dann gleich Taille, das gibt noch mal ein bisschen Struktur in das Ganze. Wunder, wunderschön fürs Frühjahr. Sogar jetzt kann man es mit einer Strumpfhose anziehen und dann eben mit einem Jäckchen, mit einer Lederjacke. Sieht das auch super aus. Und mit Boots, so im Stilbruch. Ja, das nächste Kleid ist tatsächlich sogar als, ich zeige es euch erstmal, ein schönes weißes, boho-mäßiges Kleidchen. Das ist jetzt auch wieder sehr weit geschnitten, aber da würde ich jetzt gar keinen Gürtel drum machen. Das macht so den Style von dem Kleid, finde ich, voll kaputt. Und es ist nicht durchsichtig, da bin ich ja so empfindlich bei diesen ganzen weißen Sachen im Frühjahr und Sommer, wo man eure ganze Lebensgeschichte sieht, ne? Und das hier ist tatsächlich blickdicht und hat hier unten auch nochmal so kleine Volants und ist hinten auch nicht zu kurz. Also das sieht so locker leicht aus, aber es ist sehr angezogen. Mit einer Jeansjacke ein Traum. Das ist tatsächlich als ein Strandkleid ausgeschrieben. Aber würdet ihr das dann auch in die Stadt anziehen? Weil ich dachte mir so eigentlich, ich würde das auch so anziehen. Und auch dieses Kleidchen sitzt super gut, vor allem oben rum, aber ist dann untenrum trotzdem so flowy, so locker leicht und auch damit, finde ich, ist man irgendwie perfekt für Frühjahr und Sommer vorbereitet. Auch da würde ich wieder eine kleine Jacke drum anziehen. Aber wenn wir dann im Urlaub sind, kann ich das auf jeden Fall tagsüber so anziehen. Es ist super, wenn es zu warm ist, weil es ist ein ganz, ganz leichter Stoff. Trotzdem auch hier, man sieht nichts durch, es zeichnet sich nichts ab. Kann man theoretisch auch ohne BH tragen. Ich bin ja immer so, ich mag das eigentlich gar nicht, ne? Also ohne BH rausgehen ist für mich, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, ist eigentlich nicht mein Style. Bei dem hier kann ich es mir fast vorstellen, weil es, wie gesagt, so sitzt, dass ich mich auch trotzdem wohlfühlen würde und sogar denke, vielleicht ist es ohne BH sogar besser. Aber ansonsten kommt ihr hier auch mit einem trägerlosen BH sehr gut klar. So, ich habe aber auch eine Hose. Ich habe nicht nur so Kleidchen jetzt gekauft. Etwas Besonderes. Und zwar ist es eine Satin-Jogginghose. Ich habe sowas online oft gesehen und dachte mir so, eigentlich voll cool. Habe mich dann eben bei ASOS mal umgeschaut und habe mich jetzt für eine schwarze entschieden, weil ich hatte auch andere Farben bestellt und die schwarze war noch so am, ja, da sah das einfach nicht so weird aus. Mit Schwarz war es dann trotzdem noch schicker. Und bei der muss ich aber gleich sagen, von den Aufnahmen habe ich das Gefühl, sie kommt in der Kamera anders rüber, weil durch die Lichter, die ich hier habe, reflektiert die halt und dann sieht das Glänzende ein bisschen too much aus, vielleicht auch ein bisschen billig aus, aber sie ist in echt wirklich nicht so krass am Glänzen und der Stoff sieht auch nicht so cheap aus, sondern es ist wirklich ein cooles, cooles Teil und das kann man natürlich mit Turnschuhen einfach tragen. Ich finde, das kann man auch für abends mal stylen, gerade durch den Glanz und ich meine Jogginghosen cool stylen und stylisch für abends ist jetzt auch voll der Trend und deswegen hätte ich voll Bock, damit auch mal so ein IGTV für euch zu machen, also bei mir auf Instagram dann so ein kleines Outfit-Video, vielleicht mit verschiedenen Kombis, sagt mir Bescheid, vielleicht findet ihr die Hose auch so schlimm, dass ihr sagt, nee, auf gar keinen Fall, wollen wir nicht sehen, aber sie ist auf jeden Fall bequem, das kann ich euch sagen, aber sie ist halt mal was anderes wie so diese 100. Adidas Stoff-Sweat-Jogginghose, mit der man dann rumrennt und das hier ist jetzt ein sehr einfaches Basic-Teil, aber in einem wunderschönen Rotton, das habe ich mir bestellt, das war kurz vor Valentinstag
Kleidung habe ich voll auf Rot, habe es aber auch noch nicht angehabt, wie ihr seht. Aber mir gefällt es sehr gut. Vor allem hat es so einen besonderen Kragen, so einen eckigen. Das sehe ich jetzt immer öfters. Ich glaube, es ist jetzt auch so ein kleiner Trend. Basic-Teile braucht man immer wieder. Aber ich habe mir gedacht, durch das Rot ist es was Besonderes, was dann eben zum Beispiel in Kombination mit dieser schwarzen Hose sehr cool aussieht. Mit einer einfachen Jeans oder eben im Frühjahr dann mit weißen Unterteilen, mit einem Rock oder so. Sieht das auch richtig cool aus. Ich liebe diese Kombination dann weiß mit so einem knalligen Rot. Vielleicht noch der passende Lippenstift dazu und fertig. Ja, apropos weißes Unterteil. Ich habe mir so eine süße kleine Shorts auch bestellt. Ist auch sehr so strandmäßig, auch noch sehr, sehr optimistisch bei dem Wetter gerade draußen. Aber hey, wenn es dann soweit ist, bin ich froh, dass ich sie habe. Auch super bequem. Man hat hinten so einen Gummibund, also ihr schlupft einfach rein. Und kann man auch super, wenn ihr jetzt ins Freibad geht. Ne? Also ich gehe schon ewig nicht mehr. Geht noch jemand ins Freibad von euch? Man geht mehr so an den See, ne? So Baggersee, an den ganzen Seen ist auch immer super nice. Und für da ist die perfekt dann einfach am Strand. Richtig schön und das sah eben auch mit dem roten Teil sehr, sehr süß aus. Okay, wir verlassen ASOS und ich habe mir ein Jumpsuit gekauft bei Amazon. Und der war so lange in meiner Wunschliste drin, dass ich gesagt habe, komm, jetzt hol ihn dir mal und guck mal, ob das wirklich so gut aussieht wie auf dem Foto. Und Leute, es sah so gut aus. Der ist so süß in so einem Babyblau mit Blumen auch drauf. So einen kleinen Bauchausschnitt und auch die Jumpsuit-Länge finde ich sehr, sehr gut. Weil immer jeder fragt, ich bin 1,62 als Referenz für euch für die ganzen Teile. Auch das wieder kann man ohne BH tragen. Muss jeder wissen, ich habe es getestet und fand es gar nicht so schlimm. Ich habe auch diese Covers. Ihr könnt dann so draufkleben. Weil, ne, wenn euch kalt ist und so, aber dann ist kein Problem. Ihr wisst Bescheid. Und hinten kann man das zubinden, dann ist nämlich rückenfrei. Aber ganz ehrlich, ob man da jetzt so ein, wenn ihr das mit BH tragen wollt, Mädels, macht, was ihr wollt. Finde ich auch wieder mit Turnschuhen. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt nochmal eine Jeansjacke sage, geht dem nicht. Aber ja, ich bin's halt. Ich habe einfach voll Bock auf Jeansjacken jetzt. Haben mir aber keine gekauft, weil da kommt noch was. Und da kommt vielleicht noch was. In meinem Shop, aus meinem Shop ist auch das Oberteil heute. Das werde ich euch auch unten verlinken, aber es ist zwar nicht mehr aktuell, aber es ist erhältlich noch. Das ist nämlich noch vom letzten Jahr und ich liebe es, wenn ich in Frühlingsstimmung bin, dann ist dieses Teil wieder bei mir angesagt. Okay, auch ein sehr, sehr süßes Oberteil, was ich jetzt schon länger habe und schon sehr oft getragen habe, auch glaube ich in vielen Videos, ist dieses Strickjackentop, was einfach sehr, sehr cute sitzt. Ist ein bisschen kürzer, aber mit Jeans, mit einer High-Waisted Jeans. Ganz, ganz kuscheliges Material, ist von Mango und ist für mich so ein Go-To-Teil einfach, wenn ich nicht weiß, was ich anziehen soll. Vor allem, wie gesagt, für Videos, weil es halt noch kurzärmlich ist, habe ich es jetzt draußen weniger getragen, aber werde ich, wenn es ein bisschen wärmer wird, jetzt auch machen. Dann bei Naked, da zeige ich euch ja auch immer wieder meine Instagram-Stories gerne Hauls. Da habe ich jetzt letztens aber eine kleine Bestellung gemacht und habe davon dieses Kleidchen hier behalten. Ne, Kleidchen ist gut, es ist halt super lang und es ist so ein Mini-Kleid. Darauf stehe ich gerade voll. Ich habe gleich noch ein zweites bis zum Knöchel. Ich weiß, es ist halt sehr, sehr so bedeckt. Kann man jetzt bieder finden. Ich finde es aber in dieser frischen Farbe sehr cool. Und ich finde es eben auch wieder mit Turnschuhen einen super süßen Style. Man kann ja auch den Gürtel zum Beispiel austauschen. Und dann habt ihr, finde ich, auch nochmal das ganz cool kombiniert und mit viel Schmuck. Ihr hört draußen Melanie. Warte mal. Baby Mausi, was mietst du denn ganz jetzt vor der Tür, hä? Was mietst ich denn? Du bist noch da. Papa ist auch da. Weil die Tür zu ist, mag sie nicht. Auf jeden Fall flowy, lässig, luftig für jeden Tag, für Besorgung und so weiter. Es muss dann immer kurz sein. Ich mag zwar auch kurze Sachen, aber ich finde sowas auch zwischendrin sehr, sehr modisch. Ich schließe das nächste Mini-Kleid auch direkt an und jetzt sind wir bei Sarah. Und das hier hat so einen besonderen Stoff. Es fühlt sich fast an wie so eine Mischung aus Wildleder, wobei ich ja nie echtes Leder, ihr wisst, und Saturn. Also ganz, ganz weird, aber ganz, ganz geil. Und zwar ist es zu 70% aus Modal. Modal, Lyocell, die fühlen sich so gut an. Das sind so Stoffe, wo ihr seht und anfasst und denkt so, irgendwas, das ist aber mal was anderes. Und es ist so was Angenehmes. Und ja, auch da kommt dann vielleicht was zu meiner Kollektion. Deswegen bin ich da eh voll im Thema gerade drin mit diesen super nachhaltigen Stoffen. Aber auf jeden Fall ein V-Ausschnitt. Hier ist es leicht tailliert. Es hat nochmal so Ballonärmel, was ich auch total liebe im Moment. Das ist so ein richtiges Kleid, mit dem man dann so schwingen und so hören will. So, und die nächsten Teile sind vielleicht ein bisschen geeigneter für die Übergangszeit. Und zwar habe ich solche Kotjacken mir bei Sarah geholt. Und die sind ja so in im Moment, aber halt so ein geiler, lässiger Style. Und nach der blauen, die habe ich auch schon ewig, auch schon oft getragen. Habt ihr mich sehr oft gefragt bei Instagram. So schön, dass ich mir die nicht nur in Babyblau geholt habe, sondern auch in so einem Wollweiß. Das sind so Teile, die schmeißt ihr einfach immer schnell übers Outfit. Ich habe das sogar, als es super kalt war, getragen. Mit einem Rollkragen und dann halt einem sehr dicken Schal.
ging das draußen voll klar. Und einfach mit Skinny Jeans und allem kombinieren mit Mom Jeans sieht das super aus. Ja, und dazu dann eben Turnschuhe, wobei wir beim nächsten Teil wären. Und zwar weiße Sneaker von Adidas aus Stoff. Finde ich halt, sieht direkt so nach schönem Wetter aus. Direkt nach Frühjahr, direkt nach Sommer. Lana Mietzi. Guck mal her. Okay. Besser? Das Einzige ist halt, die sind super empfindlich dann. Also man muss echt aufpassen, weil weiße Stoffsneaker sauber zu kriegen ist nicht so einfach. Trotzdem, ich werde sie behalten und einfach sehr, sehr aufpassen. Aber sie sind halt so ein Basic, finde ich, im Schrank. So mit guten weißen Turnschuhen fallen und stehen viele Outfits. Die sind echt so eine Basis bei mir, wo man so viel tragen kann. Und kann ich eigentlich, glaube ich, zu jedem Teil, was ich euch hier gezeigt habe, tragen. Also von daher auf jeden Fall die richtige Entscheidung. So ihr Lieben, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, da waren Inspirationen für euch dabei oder es hat euch einfach unterhalten. Sagt mir Bescheid und guckt in die Infobox, falls euch eins der Teile interessiert, weil wie gesagt, da ist alles verlinkt. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis bald. Tschüss!